Csaba Fazakas lebt in Wien, kommt aus Siebenbürgen und hat eine ganz eigene Auffassung und eine eigene Praxis und eine eigene Theorie für seine künstlerische Arbeit entwickelt, mit der sehr energisch radikale Auffassungen verbunden sind. Das Wort Homo Deus ist das Symbol für ihn. Er beschäftigt sich intensiv mit der Konstitution des Menschen, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft, mit den Problemen der Gegenwart und den Problemen der Zukunft, weil in seiner Gedankenwelt ist also eine Problematik der Zukunft sehr, sehr wichtig. Aber seine Arbeit selber ist hochinteressant. Er schafft große, komplexe Reliefs, die oft an paläontologische Objekte erinnern, Skelette, lebendige Formen, die aber offensichtlich seit Jahrtausenden oder noch viel länger eingeschmolzen in der Erde liegen. Und dieses Bild ist ein besonders typisches Artefakt. Verheißung, eben diese Problematik Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wie in der Philosophie, ist für seine Arbeit besonders aufschlussreich und typisch. Schon von meinem Jugend an war mir ein Anliegen, irgendwie aus dem zwei Dimensionen herauszutreten, aber die Malerei doch nicht zu verlassen. Ja? Naja, seit meinem sechsten Lebensjahr, ich wurde in eine Gruppe hineingewählt, wo besonders begabte Kinder einen extra Unterricht bekommen haben. Und das war in Siebenbürgen noch. Damals, die haben herumgeschaut nach Kindern, die in bildenden Kunst so begabt erschienen. Obwohl in Bukarest, in Budapest, in Pécs, und da war ich beim Arnulf Reiner und Frohne auch. In Wien. Nachher habe ich eine Professur gehabt in Budapest und da habe ich Workshops gehalten in Pécs und überall. Meine Vorstellung war, dass ich diese zwei Dimensionen verlasse. Und dann plötzlich habe ich gesehen, wie die Ätzungen die Platten bearbeiten. Ja? Und wenn du, sag mal, eine 2 mm Kupferplatte ätzt, dann kommen irgendwelche Reliefe vor, wonach ich gesucht habe. Frage war, wie kann ich das so vergrößern, dass er tatsächlich spürbar ist. Und dann habe ich viel herumgetan und experimentiert damit. Und dann bin ich zu diesem Styropor gekommen. Und mit verschiedenen Mitteln habe ich versucht, so zu ätzen, als hätte ich eine Kupferplatte geätzt. Ja, so, das war bevor jetzt alle mit Styropor und sonstiges arbeiten. Ja, also, am Anfang war schon ein Tabubruch. Heute ist nicht mehr, heute macht jeder. Das war schon in der Anfang 80er Jahre.
Homo Deus ist 2011, 12 gekommen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich dachte sehr lange Zeit, dass ich den Wort ausgedacht habe. Ja, und dann später bin ich darauf gekommen, dass Yuval Harari ein Buch geschrieben hat, allerdings erst in 14, 15 erschienen. Also das war schon ein paralleler Lauf. Es ist sehr interessant, viele ähnliche Sachen geschehen in unserer Welt. Das habe ich zuerst gesehen bei einem Dokumenta in Kassel, wo beliebig austauschen hättest können, die Künstler. Ja? Das war der Anfang der 90er Jahre, das war so eine Strömung, wo nach einer bestimmten Betrachtung die Unterschiede total verschwunden sind. Da wusste es nicht mehr, dass einer Japaner ist oder einer aus Lateinamerika oder von wo immer. Und da war auch ein Schock für mich, weil ich habe einsehen müssen, dass der einzige wirkliche Künstler der Kurator war. Also der Künstler selbst war nur ein Element, eine Komponente der Gesamtausstellung, also der Gesamtdokumenta. Erst Jahre darauf haben wir angefangen, darüber zu sprechen, dass unsere Rolle als Künstler, das kann ganz leicht unter den Teppich laufen können auch.